Grüß dich, wer ist der Diener, der über das Haus in dem Evangelium wacht und was ist eigentlich das Haus? Ich denke, Diener sind wir und wir sollen über unseren Herz, über das, was innerlich in uns passiert, wachen. Wie meine ich das? Warum das so wichtig ist? Weil das sehr viel damit zu tun hat, dass wir das Innerliche behüten, beschützen vor den allen Räubern, die einfach drin in das Haus kommen können. Wie passiert es? Während des Tages passieren unterschiedliche Momente, die uns einfach zum Beispiel ärgern können. Jemand sagt uns ein Wort oder etwas passiert, was plötzlich eine starke Emotion in uns hervorruft. Aber wir einfach gehen weiter, wir wollen keine Probleme und wir irgendwie nicht auch mal registrieren. Wir behalten uns nicht, wir halten nicht an in diesem Moment. Was passiert dann weiter? Also am Abend oder ein paar Tage später ist bei uns so dunkel wie die Diener, wenn sie einfach schlafen gehen und einfach nicht über das Haus wachen. Eigentlich plötzlich denken wir, warum bin ich eigentlich so traurig? Warum in mir passiert das und das? Ich verstehe überhaupt nicht. Oder auf einmal ertappen wir uns, dass wir einfach Nerven einfach verlieren und einfach jemanden anschreien. Wieso? Ja, eben das. Wenn wir nicht ständig, also über uns und über das, was in uns einfach passiert, wachen, beobachten, reflektieren, dann wird dieses ganze Haus von etwas anderem erobert, was uns dann ganz verfremdet erscheint. Deswegen Jesus sagt, wache über dein Haus. Interessant, dass dieses Wachen ist wie ein deutscher Name, Gregor, also russischer auch und Gregor, dass wir über unser Herz behüten, wach sind, damit wir mit den anderen besser zurechtkommen, damit wir einfach voll leben können. Danke.